vinger. Wordt hier in de stuk en de behälter vol. Dan gaan we schouwen. Dann nehme ich die Papiere und gehe zum Einbuchen am PC. Was ist das? Kenne ich den Strichcode mit Position, kontrolliere die Daten, Wareneingang buchen, kommt die zweite Maske mit dem allfälligen Korrigieren der Liefermenge. Behälter eingeben, wenn es nicht eingegeben ist. Dann kommt die Maske mit dem Typ, Behältertyp. Das ist E3. Bestätigen. Und nun kommt die Etikette heraus. Also. Also gemäß dieser Prüfanweisung respektive Arbeitsanweisung sehe ich, was ich zu tun habe, wie viele Stück das zu kontrollieren sind, ob etwaige allfällige andere Arbeiten noch zu erledigen sind. Ist gut. Ja. Der hier, den Kleber. Auf. Die Etikette anbringen am Behälter. Kann man den Behälter füllen. Dann wird der Behälter gefüllt mit den entsprechenden Einsatzbehältern, so dass das dann voll ist. E3 und das wäre dann der E4. Das wäre der E4. Auf der Bestellung. Hier ist die Bestellnummer, Lieferant, hier ist Abteilung. Hier ist die Produktegruppe, wo das Produkt selbst beschrieben ist. Hier haben wir die Prüfanweisung. Das hier ist der Auftrag, der
der Bacon dann ausgeliefert werden muss. Und zwei Zeilen, zeigt doch dann nochmal auf den Termin, also auf den Kundenauftrag. Übersicht mit Bestellnummer, Abteilung etc. Hier ist Bestellnummer mit Position, Artikelbeschreibung, die Prüfanweisung und hier haben wir noch. Ja. Also da haben wir auch wieder die WEAG-Übersicht mit Bestellnummer etc. Hier haben wir zusätzlich noch Info zum Produkt, das sind Hilfetexte. Hier haben wir die Prüfanweisung zu diesem Produkt entsprechend, das ist die allgemeine Warenangabe können. Dann dieser Auftrag ist hier gleich ein Kundenauftrag, der direkt versandt werden wird an den Kunden hinaus.